Wir spielen heute Sims Mobile. Und ich spiele das Ganze natürlich am Handy. Wie alt bist du? Noch bin ich 25, bald aber 26. Aber das müssen wir warten, bis was runtergeladen hat. Fängt schon mal gut an. Erstelle deinen ersten Sim. Den wollen wir natürlich definitiv anpassen. Ich will nämlich schauen, wie das Ganze hier aussieht. Eine tolle Wahl. Du kannst Kleidung ändern aus dem Kleiderschrank. Ich glaube, ich werde fürs erste Mal mich erstellen. Hautfarbe passt, würde ich sagen. Wobei so ein wunderschönes Blau oder so ein Grün hätte auch was. Okay, und es gibt 10 verschiedene Köpfe. Mit dem Spitzenkind trifft es ganz gut. Oh, aber wir können hier noch viel mehr anpassen. Ich sehe zwar nicht, dass sich hier irgendwas verändert. Auch hier eher schwierig. Oh, ich muss es loslassen, damit es aktiviert wird. Alles klar. Hier können wir dann auch noch den ganzen Körper verändern. Und dann hätte ich ganz ehrlich gern noch andere Kleidung. Nichts gegen ihren Fashion-Stil. Ich sitze gerade in einem oversized Hoodie hier. Aber da finden wir sicher noch was Spannenderes. Oberteile. Oh, sowas zum Beispiel. Oh ja, das war's dann auch mit den Oberteilen. Was hatten wir denn für Outfits? Okay, finde ich cool. Was haben wir denn für Beinbekleidung? Okay, natürlich nichts, was hochgeschnitten ist. Natürlich nicht. Aber gelb ist immer eine super Farbe. Dann nehmen wir das hier. Strumpfwaren. Oh, da haben wir Socken. Ich trage aber immer 2 verschiedene Socken. Schade, dass das nicht geht. Aber ich würde sagen, das war's mit unserem Sim. Schuhe können wir uns leider nicht. Doch, können wir uns aussuchen. Wir können uns sogar Hüte aussuchen. Wow, look at it. Das Gelb passt wenigstens zu meinem Oberteil. Und Schuhe haben wir eigentlich eh schon die coolsten an. Vielleicht in einer anderen Farbe. Was für ein Outfit, Leute. Vielleicht noch eine richtig stylische Brille dazu. Doch, ich fühl's. Und Ohrringe natürlich. Ich meine, seht euch diesen Sim an. Ja, und dann würde ich sagen, wir sind bereit. Schauen wir uns unser neues Heim an. Okay, ich kann mir offensichtlich nicht aussuchen, wo ich gerne wohnen wollen würde. Was? Aber das hier oben ist unser Haus. Dort gehen wir jetzt auch hin. Und wir bekommen direkt eine Animation, also ein Video dazu. Das erinnert mich so an Sims 2 grad. Hä? Und das Haus sieht ultra schick aus. Ja, da machen wir direkt die Tür auf und ich bekomme direkt Gänsehaut. So schick ist es vielleicht doch nicht, aber ich kann mich eigentlich nicht beschweren. Jetzt verstehe ich, warum das hier als zauberhafte Bruchbude beschrieben wurde. Ich würde halt auch nichts kaufen, was als Bruchbude im Internet verkauft wird. Also da ist sie definitiv selber schuld. Aber das Beste an diesem Zuhause ist halt einfach dieses Bild hier, Leute. Ich kann nicht mehr, wie sie einfach ein Bild von sich selber im Wohnzimmer hängen hat. Vor allem wusste, dass sie ja davor schon hierher bestellt haben. Warum steht die eigentlich neben dem Klo rum? Es wäre sicher toll, eine Burg daraus zu bauen, aber lass uns diese Kisten aufräumen. Okay, das machen wir natürlich. Oh, wow, das nennt sie aufräumen. Einfach dagegen kicken. Und dann verschwindet die Box einfach. Okay, habe ich ihn echt noch nie probiert. Werde ich mal probieren. Mal schauen, ob es funktioniert. Was versteckt sich darunter? Leute, ich bin mir nicht ganz sicher. Könnte ein Elefant sein. Könnte aber auch ein Auto sein. Das, was ich mir schon lange von Sims wünsche. Ich bin sehr gespannt, was wir darunter jetzt finden. Trommelwirbel, es ist ein Sofa. Toll. Lifestyle verbessert. Erste Möbel. Offensichtlich haben wir das Sofa aber sehr viel gebracht. Und mein nächster Trick ist es, das hier zu enthüllen. Aber das sieht ganz ehrlich jetzt schon ein bisschen unheimlich aus, Leute. Haben wir irgendwelche Leichen hier in der Wohnung? Weil das sieht schon echt scary aus. Mal ganz ehrlich, wenn man sich die Wohnung hier anschaut, man will gar nicht wissen, was hier drinnen alles passiert ist. Okay, wir enthüllen das jetzt mal. Let's go. Und es ist ein Tisch und 2 Stühle, aber die sind richtig fancy. Ein Platz zum Sitzen ist definitiv eine Lifestyle-Verbesserung. Auf welchen Raum sollen wir uns als nächstes konzentrieren? Auf das Schlafzimmer oder das Badezimmer? Schlafen können wir auch auf dem Sofa. Haben wir ein Waschbecken in der Küche? Damit können wir uns zwar waschen, aufs Klo gehen würde ich nicht empfehlen. Es wäre halt theoretisch möglich. Wenn alle Stricke reißen, kann man auch in der Küche aufs Klo gehen. Aber ich glaube, wir beschäftigen uns zuerst jetzt mal mit dem Badezimmer. Und wir haben kein Waschbecken in der Küche, sehe ich gerade. Wir haben kein einziges Waschbecken in dem ganzen Haus. Die einzige Wasserzufuhr bekommen wir von der Toilette. Und wir haben jetzt auch nicht mal irgendwas anderes außer diese Toilette hier. Ah ja, gut, man muss sich nur beschweren. Da bekomme ich jetzt natürlich alles, was ich so brauche. Zum Beispiel eine Dusche in Gelb natürlich. Wunderschön. Was will man mehr? Dann bekommen wir auch ein Waschbecken, bitte auch in Gelb. Oh mein Gott, das Gelb ist schon ultra hässlich, aber ist egal. Wir müssen diese Gelbschiene jetzt einfach fahren und ein Handtuch bitte auch in Gelb. Vielen lieben Dank, da wollte ich es nicht platzieren, aber es ist es halt, wie es ist. Du hast die Kollektion vervollständigt, frisch in den Tag. Mega, dieser Ort hat Potenzial. Wir sind ein tolles Team. Ja, finde ich auch. Und offensichtlich bekommen wir gerade Besuch. Seht ihr das da hinten? Ganz blurry. Da steht jemand vor unserer Tür. Oh, ja gut, das sagt sie uns jetzt auch. Oh, ich glaube, da ist jemand an der Tür. Oh
Oh Gott, wen haben wir denn hier? Wir haben hier Bella Grusel. Hallo, hallo, hallo. Schön, dass du da bist. Wird das unsere beste Freundin? Hallo, ich bin Bella. Willkommen in der Nachbarschaft. Vielen lieben Dank. Dann werden wir jetzt unsere erste Gästin empfangen. Nach Geschichte des Hauses fragen. Wollen wir das wirklich wissen? Oder über Dekopläne reden? Wisst ihr was? Ich frage jetzt nach der Geschichte des Hauses, weil wahrscheinlich ist was Schlimmes passiert und ich werde nie wieder glücklich in dem Haus. Genau das machen wir jetzt. Perfekt, Leute. Und wie ich einfach Möbel antippen kann. Okay, alles klar. Das macht irgendwie aus irgendeinem Grund Spaß. Und jetzt reden wir mit ihr entweder über unsere spannende Hintergrundgeschichte oder über unser Traumhaus. Nee, wir müssen natürlich erzählen, wie toll wir sind. Ich bin so froh, dass du dieses Haus in ein Zuhause verwandelst. Ja, sieht ganz wundervoll aus. Vor allem unser Schlafzimmer. Ich fühl's sehr. Wenn ich daraus ein Traumhaus machen soll, muss ich eine Karriere einschlagen. Okay. Haben wir da jetzt freie Wahl? Oder sagt das Spiel, was wir machen müssen? Ich habe beim Vorbeifahren einen Aushang Hilfe gesucht in einer Parkanlage gesehen. Offensichtlich sucht das Café Mitarbeiter. Okay, wir können uns nicht selber aussuchen, was wir machen wollen. Wir werden jetzt dieses Café aber mal freischalten und werden uns dort offensichtlich bewerben. Schlage die Barista-Karriere ein. Oh mein Gott. Ein Job, den ich niemals machen würde, weil ich einfach keinen Kaffee mag. Ist mir Latte. Let's go. Ich bin die perfekte Person dafür. Ich kenne mich null mit Kaffee aus. Ich habe keine Ahnung, warum ich diesen Job bekommen habe, aber let's go. Wir werden es den Leuten jetzt zeigen. Naomi beginnt ihr erstes Karriereereignis. Okay, Leute, was muss ich machen? Was muss ich machen? Kaffee machen. Okay, alles klar. Ich weiß nicht mal, wie man eine Kaffeemaschine bedient. Habe ich in meinem Leben vielleicht 5-mal gemacht? Aber so schwer kann es nicht sein. Kunde Kaffee überreichen. Offensichtlich habe ich es geschafft. Tisch abwischen. Das kriege ich her. Das habe ich schon öfter als 5-mal in meinem Leben gemacht. Ich krieg das auch alleine hin, aber mit deiner Hilfe geht es viel schneller. Okay. Mrs. Independent, ich lass dich gern alleine. Oh mein Gott, wie wir jetzt unserem Kollegen einfach einen Kaffeewitz erzählen können. Schmeckt dir der Kaffee? Nicht die Bohne. Oh Gott, es tut so weh. Es tut mir so leid, Leute. Aber es ist so wahr. Wir haben die Schicht absolviert. Gute Arbeit. Ich finde auch. Vor allem der Witz, der hat jetzt so das letzte bisschen hat das jetzt noch rausgebracht. Ich bin dafür, dass ich direkt befördert werde. Kaffee ist meine Leidenschaft. Wow, das hört man gern. Hoffentlich gibt mir der Job mal genauso viel wie dir. Bezweifle ich stark. Kapitel abgeschlossen. Aufbrühneuling. Haben wir jetzt dafür einen Kühlschrank bekommen? Oha. Mega. Hey, du lernst schnell. Ich glaube, du bist schon so weit, dass du Latte-Arten lernen könntest. Oh, ich kenne mich halt wirklich null aus, Leute. Es tut mir so leid. Das ist eine große Verantwortung. Ja, definitiv. Aber ich kann jetzt auch einfach wieder nach Hause gehen und die Küche verbessern. Hallo, Bella. Du bist immer noch bei uns zu Hause? Ich meine, ich freue mich. Bella kann jetzt nicht reden. Hä, aber die chillt halt einfach bei mir zu Hause. Warum kann sie dann nicht mit mir reden? Okay, sehr unhöflich, aber immerhin haben wir jetzt einen Kühlschrank. In schwarz. Der Rest kostet nämlich was. Lifestyle verbessert, renovierungsbedürftig. Mir gefällt es schon ganz gut hier. Langsam wird es so richtig gemütlich. Ja, ein Kühlschrank macht es wirklich richtig gemütlich. In einer Karriere aufsteigen, das haben wir geschafft. Und räume dein nächstes Zimmer auf. Unser wundervolles Schlafzimmer mit den wundervollen Flecken am Boden. Fertig aufräumen. Oh, wir haben offensichtlich direkt einen neuen Teppich verlegt. Mega. Finde ich eine gute Farbe. Gelb und Lila sind ja unsere Kanalfarben. Perfekt. Und jetzt würde ich sagen, entweder wir nutzen den Tag. Nee, wartet mal. Das können wir beides machen. Okay, Nachbarn kennenlernen. Und wir haben einen Levelaufstieg. Wow. Kann ich jetzt wieder mit Bella reden? Nee. Die Frau chillt einfach bei uns zu Hause, aber ich kann nicht mit ihr reden. Ich finde das richtig unhöflich. Dann quatschen wir mal mit dem Mann da vorne. Hallöchen. Oskar kann jetzt nicht reden. Hä? Dann reden wir mit der Dame da hinten. Ellen kann jetzt nicht reden. Niemand will mit uns reden, Leute. Was ist da los? Ich muss einen Sim begrüßen. Tippe auf einen anderen Sim, um dich vorzustellen. Ja, das versuche ich doch die ganze Zeit. Anfänger-Angebotspack. Da haut man mir gleich die Werbung um die Ohren. Und das ist alles, was ich für 5,99 kriege. Oh, Leute, also da... Nein, danke. Kann ich mit dem Mann hier reden? Ja, mit Derek kann ich reden. Und wir können direkt eine Freundschaft mit ihm beginnen. Okay, ich glaube, das ist Schicksal mit ihm jetzt hier. Alle anderen wollten nicht mit uns reden. Nach Hoffnungen und Träumen fragen. Dann können wir ihn nach drinnen einladen. Was haben wir hier? Versuchen zu faulenzen. Aufmuntern. Finde ich viel netter. Snack zaubern. Okay, ich gebe ihm jetzt auch noch was zu essen. Okay, da kann mich nicht mögen, Leute. Ganz ehrlich. Und das war's. Gute Arbeit. Freundschaft beginnen. Wow, wenn man so leicht
im echten Leben Freunde finden würde. Das hat jetzt irgendwie total traurig geklungen. Oh Gott. Welche Geschichte sollen wir erzählen? Nerdsprache. Nee, ich nehme jetzt beste Freunde auf Lebenszeit. Flotte Freunde. Ja, vor allem, weil er gerade über Schildkröten nachdenkt. Nicht übel, ich habe etwas nachgedacht. Was denkst du, was für eine Persönlichkeit ich habe? Oh, interessant. Okay, wir haben großzügig, ehrgeizig, Genießer, Glückspilz, kokett oder gut. Wähle ein Merkmal. Die andere müssen wir alle erst freischalten. Oh, ich hätte so gern verführerisch, Leute. Ich bin hier fürs Drama. Deswegen nehmen wir hier jetzt auch einfach mal kokett. Dann muss ich mit allen flirten. Oh mein Gott, Leute, das ist gerade so eine harte Entscheidung. Ich mache mich mal ehrgeizig. Nee, Leute, ich weiß nicht. Oh mein Gott, das fühlt sich gerade an, als wäre das so eine lebenswichtige Entscheidung, was ich hier tue. Wir machen jetzt einfach Genießer. Derek, wo gehst du hin? Wollen wir heute nichts mehr miteinander unternehmen? Nee, offensichtlich steht das heute nicht mehr auf dem Plan. Auf dem Plan steht aber, lege auf dem Sofa eine Pause ein. Entspannen, das finde ich richtig gut. Oh, bei Level 4 kann ich einen weiteren Sim hinzufügen. Dann mache ich das jetzt schnell und wir sehen uns gleich wieder. Levelaufstieg 4, 9 Bezirk freigeschaltet. Und spielbarer Sim, perfekt, alles klar. Auf zum Marktplatz, ich habe gehört, es gibt dort ein neues Restaurant. Und das ist jetzt der Marktplatz. Und hier gibt es eine freie Stelle und wenn ich eine Mitbewohner hätte, wäre das eine Jobmöglichkeit. Wir können jetzt einen neuen Mitbewohner stellen, perfekt, anpassen. Ich werde natürlich den Dani erstellen. Der ist in echt ja auch mein Mitbewohner. Also unter anderem. Ich sehe gerade, hier kann man ja noch viel mehr verändern. Das ist mir vorher gar nicht aufgefallen. Man kann ja das ganze Gesicht verändern. Leute, ich spiele das gerade zum ersten Mal, okay? Ihr wart sicher alle schon hart am Verzweifeln. Ich habe es jetzt rausgefunden, Leute. Besser später als nie. Sehr cool, das ist jetzt mein neuer Mitbewohner. Und Hauptsache, er darf sich gleich ein Merkmal aussuchen. Ich mache ihn mal kokett, damit wir hoffentlich zusammenkommen. Ich hoffe, das ist in dem Spiel möglich. Leute, ich dachte nicht, dass mir das Spiel so viel Spaß machen würde. Und hier treffen wir uns jetzt das erste Mal. Vor dem Restaurant. Herzlich vorstellen. Das ist jetzt der Beginn von unserer Love Story. Aber wie das Ganze mit uns weitergeht, das erfahren wir gerne in einem nächsten Teil. Wir spielen heute Sims Mobile. Ich glaube, ich werde fürs erste Mal mich erstellen.